Hallo meine Freunde, willkommen zurück zu unserem Let's Play zu Lamplighters League. Wir sind hier immer noch am Hafen mit Ingrid, mit Latif, mit Eddie und mit Captain Nicky. Wir haben uns durchgeschlagen, viel erlebt, stehen hier kurz vor dem Ende der Mission und machen uns jetzt auf und schauen, was wir so finden und werden hier gehen, freuen uns. Okay. Here we are, Del Vasto's Landing. Now we find out what kind of man pays this well for a blank deck of playing cards. Wouldn't mind knowing who the hell we were fighting back in Marseille. Never seen troops like that before. Let's see what this Mr. L has to say for himself. A lovely little Mediterranean island you have here, Mr. L. I assume you are Mr. L? Latif! Wir hat da direkt richtige Worte ausgesprochen. Wir sind im Mittelmeer, wir haben unseren mysteriösen Mr. L getroffen, oder? Du bist doch Mr. L. Auf jeden Fall scheinen wir erst einmal in Sicherheit zu sein. Das Paket mit den Karten auch. Und wir schauen mal, was Mr. L uns zu erzählen hat. Die Mittelmeerinsel ist schön. Und ja, wir schauen, wie es weitergeht. I have that dubious privilege. Welcome, Mr. Lejeune, Ms. Erickson, Mr. Sawyer. Do you have the undrawn hand? Ja, da ist unser Freund. Mr. L scheint wohl Lock oder Locke zu sein. Ich bleib bei der englischen Aussprache Lock. Wir sind ja hier durchaus international unterwegs, Miss Erickson. Jetzt wissen wir auch, wie unsere gute Dame mit Nachnamen heißt. Lejeune und Mr. Sawyer. Mr. Sawyer war hier. Eddie Sawyer. Latif Lejeune. Dann gehen wir mal weiter. We have a package for you. What's inside, we can say, of course. Ja, und natürlich Ingrid Eriksson wollen wir natürlich nicht unerwähnt lassen. Auch die Dame möchte genannt sein. Ah, of course. Regardless, that deck of cards is key to your next job for me. Slow down, pal. Who says we're interested in a next job? The last one burned your courier. Those two saw the body. Yeah, genau. Die Jobs hier scheinen gefährlich zu sein. Da sind wir lieber nicht dabei. Moment, das sind aber... Okay, Geld scheint kein Problem zu sein, aber ich möchte auf diesen Verhandlungsstil mal aufmerksam machen. Der ist nicht der beste, wenn es darum geht, das Team zusammenzuhalten. Wenn wir jetzt wissen, dass unser Anteil steigt, wenn ein Teamkollege nicht zurückkommt. Da ist doch die Frage der Vertrauenswürdigkeit der Kollegen zu stellen. Nicht das. Also ich mache mir Gedanken. You sound desperate. Okay, Mr. L, I'll humor you. What do you want us to do? In a word, sabotage. I'm in a race, you see. A race to find an ancient ruin, a tower. You may know it under one of its other names. The Axis Mundi. The World Tree. The Tower of Babel. Okay, also gut. Wir suchen eine Ruine. Das können wir. Ich meine, Ruine, wir haben Sprengstoff, damit bekommen wir irgendwo eine Ruine hin. Kein Thema, bin ich sofort dabei. Oh, you're an archaeologist then. That's disappointing. I am no archaeologist, Monsieur Lejeune. And my rivals in this race are even less so. Keine Archäologen. Das haben wir schon fast vermutet. I want to preserve the tower. My enemies want to ransack it. It cannot be allowed to fall into their hands. Natürlich nicht. Du willst ihn bewahren. So wie du die Artefakte hier hinten an der Wand bewahrst. Die sind bestimmt nicht mehr. Na ja, gut. But it can fall into yours, huh?
and the gal with the sword. She's one of these rivals? Genau. Zorana Nicastro. Yes. She and two others, a nobleman and an industrial tycoon. Each is the scion of their own noble house. Collectively, they call themselves the Banished Court. Ach, der Banished Court, der verbannte Hof. Das sind doch die, die auch Verstärkung rekrutieren wollten. Vorhin habe ich noch drüber nachgedacht, ob wir da anheuern. Ich glaube, jetzt hat sich das gelegt. Außerdem, ich weiß nicht, ob sie uns bezahlen würden. Science of the Banished Court. Mhm. And how close are they to finding the tower? Gute Frage, Ingrid. Gute Frage. Wir wollen ja wissen, ob wir noch eine Chance haben, das Rennen zu gewinnen. Sagte er und... Okay. You said you were in a race. Sei tief, deine Meinung. I was. And I lost. Okay. Noch wird kein Schuh für mich drauf. Okay, wir haben noch was. My enemies have yet to enter the tower. It is a dangerous place. And their preparations are incomplete. I want you three to sabotage their efforts until I can find the tower myself. Ah, okay. Jetzt wird ein Schuh draus. So langsam. Sabotage, huh? You have a target in mind? My sources have identified an outpost belonging to another of the court's three leaders. The tycoon, Trace Marteau. Marteau. Isn't that the famous American industrialist? Yeah, genau. The one who's always in the papers? The very same. I want you to infiltrate his outpost, sabotage a machine you'll find at the center, and return to me. Sabotage requires a subtle hand. You'll need me. In the spirit of charity, I accept. Okay. You'll need me too. But if the other two scions are anything like Nicastro, I ain't risking my neck for free. Genau, Bezahlung. Mr. Sawyer is right. Double our fee, Mr. L, and we'll get to work. Ingrid, gutes Argument. Double it is. And please, call me Locke. Sag ja, Locke. Nicht Locke. Locke. Was ist los, Locke? Nein. Okay. Und damit öffnet sich für uns das mal... Das Taktikmenü, oder nein, das Strategiemenü, Taktik ist ja auf der kleinen Karte, das Strategiemenü. Wir haben jetzt ein bisschen mehr Möglichkeiten, uns auszurücken und auszurücken, auszurüsten. Ich habe hier auf Vorrücken geguckt. Und wir haben hier jetzt einen kleinen Unterschlupf auf unserer kleinen Mittelmeerinsel und können jetzt entsprechend auch Dinge planen und vorbereiten. Aber zuerst einmal schauen wir uns die Weltkarte an. Hier finden wir die nächste Mission mit Locke in seinem geheimen Krieg gegen die Nachfahren. Und hier können wir die Fortschritte der Gegner verfolgen. Der Marker zeigt den Sabotageauftrag, der gegen einen der Nachfahren gerichtet ist. Wähle ihn aus, um die Mission zu beginnen. Okay, hier ist er. Testlauf, Sabotage, zerstöre einen Generator von Marteau Industries. Automobile, Radioempfänger, Militärprojekte. Marteau Industries tanzt auf allen Hochzeiten. Dies ist eine entscheidende Mission. Okay. Als Belohnung bekommen wir hier etwas. Phänomene, die Gläubigen. Diese Mission stellt einen neuen Gegnertyp vor. Geißeln. Okay. Hier sehe ich noch ein Ausrufezeichen. Da möchte ich noch reinschauen, bevor wir in die Mission springen. Der Agentenbildschirm. Ah. Hier ist der Agentenbildschirm. In dieser Ansicht kannst du die Gauner in Locks Diensten mit Ausrüstung auf ihre nächste Mission vorbereiten. Fertigkeitspunkte vergeben, um neue Tricks freizuschalten. Die Agenten haben sich durch das Auffinden der verborgenen Hand Fähigkeitspunkte verdient. Wähle oben links Fähigkeiten und verteile sie. Fähigkeiten 3 von 17 freigeschaltet. Die verborgene Hand. Das möchte ich nochmal anmerken, ist keine Hand, sondern das sind die Spielkarten. Jetzt ist die Frage, wen wollen wir verbessern? Welche Fähigkeiten möchten wir entsprechend einsetzen? Ah, hier haben wir unser Raubein Ingrid.
Dann Latif, den kleinen Spion mit seiner kleinen Pistölchen. Und Eddie, der Saboteur, verschlossene Türen öffnen, ist sein Ding. Er ist ein Revolverheld, ein Kriegsveteran, jetzt Bankräuber. Da sind wir ja echt in guter Gesellschaft. Ja, wir wollten in die Fertigkeiten reinschauen. Fertigkeitsbäume, da lernen wir auch ein bisschen was. Fertigkeiten eines Agenten. Verteile hierfür Missionen erhaltene Punkte. Um so Knotenpunkte freizuschalten, neue Möglichkeiten. Fertigkeitspunkte können geteilt werden. Agenten können von ihnen profitieren, ohne an der jeweiligen Mission teilgenommen zu haben. Ja, bliblablub. Da sehen wir, wo wir uns verbessern können. Dingelinge, ding, ding, ding. Wir sehen, wir haben momentan 6 Fertigkeitspunkte hier oben. Und wir können Ingrid neue Fähigkeiten gönnen. Mit Zusatz-AP ausweichen, da hat sie ja schon alles. Augen zu und durch wird der nächste Schritt sein, da sind wir uns schon sehr sicher. Dann haben wir hier unten die Kollegen. Latif kann hier mit Ablenkung Gegner auf sich ziehen, das klingt doch schon mal gut. Und er kann Sperrfeuer lernen, das ist auch schon mal sehr gut. Da sind wir doch dabei. Ich denke, wir gönnen allen hier diese eine fehlende Fähigkeit. Und dann werden wir uns langsam durch den Fertigkeitsbaum durcharbeiten. Ingrid, Latif und Eddie. Und damit haben wir den Teil hier auch schon mal super erledigt. Jetzt haben wir noch 3 Fertigkeitspunkte. Das heißt, wir können einem noch eine 2-Kosten-Fertigkeit geben. Und ich hatte da tatsächlich eher Ingrid im Auge. Da ich bei ihr in der ersten Mission ein bisschen dezent Probleme damit hatte, wie nennt man das, einen Gegner wirklich komplett umzuhauen. Entweder hier Nahkampffeuerschutz, das klingt ganz gut. Das stößt einen Gegner 2 Felder weit weg. Oder Niederschlag. Nee, ich denke Nahkampffeuerschutz ist gut, wenn man, weil wir ja doch immer mal im Nahkampf enden. Und die restlichen Fähigkeitspunkte werden wir sparen. Im letzten. Jo, Zusatzausrüstung, Brandbombenbandagen und dergleichen, sehr schön, können wir hier bei Captain Nicky kaufen. Aber da sind wir, denke ich, aktuell ausgerüstet. Die verborgene Hand ist noch nicht enthüllt, da verbirgt sich eine weitere Spielmechanik dahinter, von der wir jetzt noch nichts wissen. Wir werden jetzt auf die Weltkarte gehen und zum Testlauf aufbrechen. Und dann schauen wir mal, was uns hier erwartet. Also, da ist auf jeden Fall die 3. Mehr haben wir ja nicht. Ausrüstung brauchen wir nicht ändern, weil wir eigentlich nichts haben. Ach, wir hätten dafür noch was einsagen müssen. Egal. Dadurch hat er einen freien Slot und kann dann irgendwas finden. Immer das Positive sehen. Und unsere 3 Jungs, also unsere 2 Jungs und das Mädel, brechen auf nach Indien. Captain Nicky fliegt uns los. Da sind wir schon unterwegs mit unserem Titan-Truthorn. Und ja, meine 3 neuen Agenten konnten die verborgene Hand bergen. Trotz Sorana Nicastros Einmischung. Jetzt sind sie auf dem Weg zu einem Stützpunkt von Mato Industries, wo sie eine Maschine zerstören sollen. Eine Maschine, die laut meinen Informanten eine Rolle in Matos mysteriösem Projekt Kreuzung spielen soll. Fast genau richtig, wie die Mission selbst, ist aber die Frage, wird die verborgene Hand auf ihre Taten reagieren? This generator Mr. Locke wants us to destroy is just up ahead. From stealing blank cards to destroying machinery.
Luck is a strange one, that's for sure. Enough windjamming. Let's do this job and get out. Genau, da sind wir und auf geht die Mission. Wir gleichen uns an und prüfen das. Hier haben wir... Okay, das... Wir sind wieder über den Dächern. Diesmal sind wir in Indien unterwegs. Sieht nicht unbedingt indisch aus, aber das ist ja auch durchaus britisches Kolonialgebiet. Wenn wir einen Blick runterwerfen. Acolyte ceremonial daggers are razor sharp, and their dedication to the court is absolute. Okay. Das sind die Akolyten. Sind wir hier noch? Da sind welche. Ich denke, wir sollten hier erstmal runtergehen und das Ganze dann auskundschaften. Oh, da hinten. Ha! Holzauge, sei wachsam. Holzauge, sei wachsam. Eddie. Eddie am Start. Die Tür. Was haben wir hier Schönes? Vorräte. Immer gut. Die können wir brauchen. Noch mehr Vorräte. Und jetzt hatten wir ja gesagt und haben uns da natürlich clevererweise drauf vorbereitet. Damit kann auch Eddie noch die Bandagen mitnehmen. Also wir sehen da unten auf jeden Fall Leute rum. Leichen. Ziel von mir wäre es jetzt hier hinten erstmal in Deckung zu kommen. Hiergegen müssen wir echt was tun. Das sieht böse aus. Ansonsten brauchen wir einen Plan. Ich denke, wir heben erstmal die Gruppe auf und schleichen mit Latif uns an. Und gucken, was da so geht. And flankers, the court's scourges move quickly to stun and overwhelm their enemies. Okay. Die Geißel. Haben wir hier. Die vielen Einschusslöcher. Ja. Das hier könnte Öl sein. Das hatten wir ja vorhin schon bei der letzten Mission gelernt. Okay, der Rest der Truppe darf da auch runterkommen. Okay, auch hier patrouillieren welche. Okay, wir sehen auf jeden Fall, das sieht echt übel aus. Eigentlich muss sie mit am nächsten dran. Aber mein Plan wäre jetzt erstmal mit Latif nach da hinten zu gehen. Und vielleicht können wir da was ausschalten, weil das... Also hier frontal reingehen sieht wie ein böses Feuergefecht aus. Das glaube ich nicht, dass wir das direkt gewinnen können. Eieiei. Wenn jetzt aber alle da hinten sind... Kann er vielleicht da drüben... Auf der Seite was reißen? Ah, okay. Vielleicht da hinten hinter die Kisten gehen... Da können wir uns gut verstecken. Wir müssen ja nicht immer alles in die Luft jagen. Wir sind das ein bisschen viel Leute. Jetzt schauen wir mal, ob wir hier in Deckung bleiben können. Das sieht doch gut aus. Wenn die vier jetzt hier weg sind, können wir vielleicht da hinten rum durchwitschen. Wir sollen ja sabotieren und nicht... Hier alles kurz und klein schießen. Da hinten ist eine Leiter. Eventuell können wir uns einfach durchmogeln. Das wäre ja cool. Das wäre cool. Wenn wir das könnten. Einfach hier so ein bisschen stealth-mäßig. Ja, aber die kommen schon ganz schön nah. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht.
Oh no! 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 Is this the end of everything? In dieser verzweifelten Situation verlassen wir die heutige Aufnahme und setzen das Abenteuer im nächsten Video fort. Ich weiß, gemein. Macht nichts. Tschüss, bis dann.